Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es, wie versprochen, eine Rezension von diesem Buch, Goodbye Things von Fumio Sasaki. Ich bin an verschiedenen Stellen im Netz auf dieses Buch gestoßen und ich habe das Gefühl, das wird jetzt gerade so ein bisschen als der Nachfolger von Marie Kondos Magic Cleaning gehandelt und sehr gehypt. Ich denke mal, also das ist bis jetzt noch nicht auf Deutsch erschienen, aber ich denke, es wird auf Deutsch erscheinen, über kurz oder lang. 2015 wurde es geschrieben, 2017, jetzt im April, veröffentlicht in Amerika. Ich habe hier die britische Ausgabe. Und ich zeige euch zuerst mal, bevor ich überhaupt mit dem Inhalt anfange, hier vorne die Bilder. Ich finde nämlich, die sind ein ziemlich wichtiger Teil des Buchs. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Auf dem Cover seht ihr die Wohnung des Autors und auch auf den ersten Seiten gibt es Bilder von der Wohnung. Da sieht man auch ganz gut, wie sich verändert hat. Hier einmal ein Vorher-Nachher-Bild und dann noch ein paar Bilder aus den einzelnen Monaten, wie sich die Wohnung verändert hat und wie sie jetzt aussieht. Also wirklich sehr minimalistisch. Er schläft auf einer Luftmatratze. Das sind jetzt nochmal andere Minimalisten aus Japan. Das ist ein Ehepaar, was in einer minimalistischen Wohnung wohnt und das ist ein Familienheim. Ja. Und das ist ein digitaler Nomade aus Japan. Also sehr viele verschiedene Eindrücke. Damit habt ihr jetzt einen kleinen Eindruck von dem Buch gewonnen, zumindest wie es anfängt. Wie ihr vielleicht erraten habt, Herr Sasaki ist Japaner. Und er ist aber nicht wie Marie Kondo ein Ordnungsfanatiker oder gar ein professioneller Ordnungsmacher, sondern er ist ein ganz normaler junger Mann in den 30ern. Er war sehr unordentlich, hat sehr viel angesammelt und hat dann zum Minimalismus gefunden und ja, das Ergebnis habt ihr in den Bildern gesehen. Das Buch ist halb biografisch, halb ist es ein Buch mit Tipps und Tricks und auch Gründen, warum man Minimalismus zu einem Lebensinhalt machen sollte. Das ist eine ganz gute Mischung, denke ich. Und so ähnlich ist es ja auch bei Marie Kondo, die auch biografische Elemente in ihrem Buch hatte. Die Grundthese des Buches ist, dass Minimalismus glücklich macht und dass Minimalismus gegen alles Mögliche hilft, zum Beispiel Depressionen, was bei Herrn Sasaki der Fall war, und auch zum Beispiel Alkoholmissbrauch. Also er war nicht wirklich Alkoholiker wohl, sondern er hat zu viel getrunken. Und Minimalismus hat ihm geholfen, sein Leben in Ordnung zu bringen und empfiehlt das jetzt jedem weiter. Jeder solle das auch so machen, Minimalismus als Glücksversprechen. Das Buch hat 5 Kapitel und es steigt ein mit einer Definition von Minimalismus. Für ihn sind Minimalisten Personen, die wissen, was sie wirklich brauchen und die wissen, was sie nur haben, um ihr Image aufzupolieren. Und Minimalisten trennen sich von letzteren genannteren Dingen. Für ihn ist Minimalismus nicht das Ziel, sondern der Weg. Also das heißt, Minimalismus betreibt er nicht zum Selbstzweck. Er hat eine ziemlich interessante Theorie, wie es dazu kommt, dass der Minimalismus so beliebt ist in letzter Zeit. Und zwar liegt es für ihn nicht nur daran, dass wir zu viele Informationen auf uns einstürzen und wir uns sozusagen davon trennen müssen, um überhaupt noch bei klarem Verstand zu sein, sondern auch, weil die Digitalisierung es möglich macht, Dinge nicht mehr physikalisch zu besitzen, sondern man kann Musik, Filme, Bücher, Magazine, all das kann man auch digital haben. Und was ich besonders interessant fand, er macht auch verantwortlich für den aufkommenden Minimalismus, zumindest in Japan, das große Erdbeben von 2011. Was das Erdbeben war, was den GAU in Fukushima ausgelöst hat. Und ich denke, da ist was dran. Für mich ist es immer auch noch die Weltwirtschaftskrise von 2008, die damit reingewirkt hat. Aber ich glaube, dass das Erdbeben einen sehr katastrophalen Auswirkungen hat und sehr traumatisch war für die Japaner und ihnen auch gezeigt hat, dass man nichts festhalten kann. Er fragt auch in dem Kapitel, warum wir so viel sammeln. Er sagt, dass wir immer den Reiz des Neuen brauchen und dass der Reiz des Neuen viel zu schnell verfliegt und wir das nicht festhalten können und wir deswegen immer mehr und immer teurere Dinge kaufen und uns anschaffen und auch sammeln und nicht loslassen können. Er versucht vor allen Dingen in dem Kapitel klarzumachen, dass die Identität nicht in den Dingen liegt. Das dritte Kapitel ist praktisch das Herz des Buches. Das sind 55 Tipps für Minimalisten, also für Anfänger.
Und das sind sehr wohl bekannte Tipps, wie zum Beispiel etwas, wovon man nicht sicher ist, ob man es braucht oder nicht, in eine Kiste packen und 6 Monate zur Seite stellen und danach ausmisten, als auch neuere Tipps. Zum Beispiel sagt er, man soll zuerst alle Container und Ordnungshelfer wegtun, die man so hat. Und dann liegt halt alles rum. Und dann ist man umso motivierter, auszumisten. Was ich ziemlich lustig fand, habe ich auch so noch nicht ausprobiert. Kann man mal machen. Versucht es einfach mal, vielleicht klappt es ja. Was auch sehr schön war, er sagt, man soll, wenn man etwas kauft, das nicht als seinen Besitz betrachten, sondern als gemietet betrachten. Also er gibt das Beispiel, einer seiner Freunde kauft sich seine Kleidung, behält die Etiketten, trägt die Kleidung ein Jahr und verkauft sie dann mit den Etiketten wieder und betrachtet sozusagen den Besitz sowieso nur, egal was es ist, als temporär. Und ich denke, das ist eine ganz gute Einstellung. So schafft man es, glaube ich, keine zu tiefe Beziehung zu den Dingen aufzubauen, die man dann irgendwann schmerzhafterweise wieder loswerden möchte. Es gibt dann noch ein Kapitel mit 15 Tipps für Fortgeschrittene. Da sieht man dann auch den Unterschied zwischen Marie Kondo und Fumio Sasaki. Er sagt, auch wenn es Spark Joy, also so heißt es ja immer, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe das Buch auf Deutsch, ich müsste es eigentlich wissen. Also auch wenn es einen glücklich macht, soll man es trotzdem weggeben. Und das ist ja bei Marie Kondo nicht der Fall. Da darf man ja alles behalten, was einen glücklich macht. Im letzten Kapitel zählt er dann sehr ausführlich 12 Dinge auf, die sich in seinem Leben positiv verändert haben. Er hat mehr Zeit, er hat mehr Geld, er ist umweltbewusster, er kann schneller putzen und so weiter und so fort. Das ist ein relativ ausführliches Kapitel. Und das letzte Kapitel, da geht es dann ums Glücklichsein. Ja, wie fand ich das Buch? Ich habe mir verschiedene Punkte aufgeschrieben, ein paar negativ, ein paar neutral und ein paar positiv. Erstmal das Neutrale. Man merkt, dass der Autor kein Europäer ist, sondern Japaner, was jetzt überhaupt nicht negativ ist. Aber ich finde, das hat man auch bei Marie Kondo gemerkt. Da waren so ein paar Punkte drin, wo ein Europäer sagt, entspricht jetzt nicht so wirklich dem, was ich gewohnt bin, entspricht nicht meiner Kultur. Zum Beispiel das Verabschieden von Gegenständen oder dass man sich bei den Gegenständen bedankt. Zum Beispiel auch das auf dem Boden schlafen ist ja in Europa noch nicht so verbreitet. Aber andererseits gibt das natürlich auch wieder tolle Impulse für Leute, weil man an sowas einfach gar nicht denkt, weil es in der Kultur nicht so drin ist. Bei den Sachen, die ein wenig negativ sind, muss ich erstmal aufzählen, dass er ein ziemlicher Klischee-Minimalist ist. Er ist männlich, er ist Single, er wohnt alleine, er ist Steve Jobs-Fan, er hat lauter Apple-Produkte, er zitiert aus Fight Club. Also das ist so ziemlich ein Klischee-Minimalist. Das ist in Ordnung, da lässt sich nichts gegen sagen. Es gibt sicher viele Leute, die genauso sind, aber es findet sich halt nicht jeder drin wieder. Also jemand, der eine große Familie hat, der nicht alleine wohnt, der nicht Single ist. Der wird sich vielleicht nicht unbedingt mit dem Autor identifizieren können, aber muss man auch nicht unbedingt. Was mir außerdem noch negativ ausgefallen ist, ist, dass er zwar sagt, es ist egal, wie wenig man besitzt, es ist kein Wettbewerb, je weniger man besitzt, desto besser ist man. Das sagt er zwar, aber andererseits habe ich immer das Gefühl beim Lesen gehabt, dass er sich so ein bisschen dafür selbst feiert, wie wenig er eigentlich hat. Er sagt zum Beispiel mindestens dreimal, dass er innerhalb von 30 Minuten seinen gesamten Besitz einpacken kann und damit umziehen kann. Also beim dritten Mal habe ich dann wirklich mit den Augen gerollt und habe gesagt, das ist ganz super für dich, aber das ist nicht das Ziel, das ist nichts, was dich auszeichnet, das ist vielleicht was Ungewöhnliches, aber es macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Und das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Ich finde es auch ein bisschen kritisch zu sagen, Minimalismus ist das Allheilmittel. Mit Minimalismus wird man auf jeden Fall glücklich. Ja, es gibt kein Allheilmittel. Es gibt kein magisches Minimalismus-Rezept und danach ist man glücklich. Es ist ein Teil vom Glücklichwerden. Auf jeden Fall, ich würde es unterschreiben, jeder, der unglücklich ist, sollte erstmal ein bisschen ausmisten. Aber es so hinzustellen, als wäre es der Weg, der absolute Weg, um glücklich zu werden, finde ich nicht so gut.
Insgesamt finde ich aber, dass das Buch eine gute Mischung ist zwischen alten Tipps und neuen Tipps und dass er auch sehr schöne Einsichten gibt, warum man denn immer mehr kauft. Ich finde auch grundsätzlich seine Einstellung zum Ausmisten vernünftig, nämlich dass es kein Endziel gibt, dass man nicht besser ist, je weniger man besitzt oder je mehr man wegschmeißt, sondern dass Minimalismus lediglich ein Werkzeug ist. Auch das würde ich total so unterschreiben. Er fordert seine Leser auch gleichzeitig auf, weiterzugehen. Also in dem Punkt unterscheidet er sich ganz stark von Marie Kondo. Er sagt, auch die Dinge, die euch glücklich machen, solltet ihr wegtun, wenn ihr sie nicht braucht. Und er fordert die Leser immer so ein bisschen auf, noch weiter zu gehen und noch weiter zu gehen. Und ich glaube, das ist für viele sehr motivierend. Und er sagt halt auch, man soll weniger konsumieren und seinen Konsum einschränken. Und das ist auch eine Position, die ich auf jeden Fall unterschreiben kann. Solltet ihr also dieses Buch lesen? Ich kann jetzt nicht Ja oder Nein zu sagen. Ich glaube nicht, dass man alle Minimalismusbücher gelesen haben muss. Man muss nur das Richtige finden. Das, was einen selber anspricht, das, was einen motiviert. Und ich glaube, das ist durchaus ein guter Kandidat. Also wer sich dafür interessiert, im Moment nur auf Englisch erhältlich. Aber ich bin mir sicher, demnächst gibt es auch eine Übersetzung auf Deutsch. Ja, das war's für heute.